Einen schönen Nachmittag noch einmal an alle, an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar aus unserer Webinarreihe Grünes Geld für grüne Investitionen. Bin mir sicher, dass der eine oder die andere schon teilgenommen hat an einem Webinar, entweder dieses Jahr oder vielleicht auch schon im vorigen Jahr. Wie Sie wissen, wir machen diese Veranstaltungsreihe im Auftrag bzw. zusammen mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. Und wir stellen dieses Mal die Versicherungen ins Zentrum unserer Diskussionen und wollen uns die Rolle der Versicherungen in der ökologischen Transformation anschauen. Und da bin ich schon sehr gespannt auf unsere Gäste. Ja, ich denke mal, es ist nicht nur so mein Gefühl, beziehungsweise Sie werden mein Gefühl teilen, wenn Sie sich an den Sommer jetzt erinnern. Der war dieses Mal wieder sehr heiß, ausgesprochen trocken, nicht nur in Österreich, sondern ja, in vielen Teilen Europas oder auch in vielen Teilen der Welt. Das heißt, das ist wirklich so das Gefühl, momentan geht alles sehr schnell mit dem Klimawandel. Und es sind ja gerade die Versicherungen, die da durchaus das eigentlich von der wirtschaftlichen Seite her ja, am Beginn stehen und das eigentlich gleich merken, wenn eine Katastrophe passiert, eine Flutkatastrophe, eine große Trockenheit, wie auch immer. Ja, das heißt, Sie stehen hier am Beginn. Wir haben dazu auch, was so diese Katastrophen betrifft und auch die Kosten, die verursacht werden, da auch einen Beitrag heute für Sie vorbereitet. Unser Fokus heute sind aber dann die Versicherungen selber und was ist ihre Rolle, was ist ihr Beitrag in der ökologischen Transformation? Und das wollen wir uns eben heute anschauen. Bevor ich Ihnen aber das Programm näher vorstelle, gebe ich an Josef Behovsic vom Klimaschutzministerium und bitte ihn um seine Begrüßungsworte. Ja, vielen Dank, Susanne. Ich hoffe, man hört mich auch, weil ich bin Ja. gerade in einem neuen Büro angelangt. Ich denke, du hast sehr viel auch schon vorweggenommen. Wir haben natürlich hautnah sozusagen mitbekommen in diesem Sommer, aber auch schon vorher, welche Auswirkungen der Klimawandel hat. Das ist eine Tatsache und eine dringliche, dass wir hier etwas unternehmen wollen oder müssen auch. Wir haben ja diese Webinarreihe seit dem vorigen Jahr lanciert, werden die vermutlich im nächsten Jahr wieder fortsetzen, auch mit verschiedenen Themen, und bin sehr froh, dass wir jetzt ein Thema haben, das mir schon auch unter den Fingernägeln brennt. Denn bei den Versicherungen gibt es einerseits sehr viel Geld, und wir wissen, dass der Klimawandel und die Bekämpfung ist das falsche Wort, aber die Adaptation und auch die Maßnahmen, die man setzen muss, um sozusagen auch präventiv zu agieren, sehr viel Geld benötigt. Und es gibt aber viel Geld und es wird auch viel benötigt. Man muss es nur richtig kanalisieren. Daher auch bin ich sehr interessiert an diesem Webinar und an dem Beitrag der Versicherung. Damit möchte ich aber schon auch an dich weiter zurückgeben. Vielen Dank. Dankeschön für diese Begrüßung. Genau, dann wollen wir uns jetzt das Programm für heute anschauen. Mein Kollege wird das jetzt gleich wieder teilen. Sehr gut, Dankeschön. Ja, wir werden jetzt gleich starten mit einem Beitrag von meiner Kollegin von Katharina Muner-Sammer aus der ÖGUT. Es ist eine, ja, ein bisschen eine Einführung auch, mal zu schauen, okay, mit welchen Schäden sind denn hier auch die Versicherungen betroffen, vielleicht auch ein paar Zahlen nennen. Also da hat meine Kollegin eben einen kleinen Beitrag dazu für Sie vorbereitet. Dann haben wir zwei Versicherungen eingeladen, nämlich auf der einen Seite die Allianz und auf der anderen Seite die Vienna Insurance Group. Und wir wollen uns anschauen, was machen diese beiden großen Versicherungen zu diesem Thema? Was ist ihr Ansatz? Was passiert hier schon? Vor allem jetzt auch im Hinblick der Kapitalveranlagung. Das Thema Sachversicherungen zum Beispiel, wenn ich nur das eine Thema auch hier noch nennen kann, ist ja auch ein sehr interessantes, ist aber heute nicht unser Thema.
Nach diesen sozusagen nach den beiden Versicherungen haben wir noch einen weiteren Input geplant, und zwar von Raphael Fink. Er kommt vom Team Umweltzeichen im Verein für Konsumenteninformation. Und hier geht es eben um das Umweltzeichen mit seinen Kriterien und vor allem, was kann sozusagen von der Versicherung geprüft werden und was ist hier sozusagen Umweltzeichen tauglich. Das werden wir uns in diesem Beitrag näher anschauen. Dann kommen Sie alle an die Reihe sozusagen. Wir haben dann wie gewohnt sozusagen als letzten Programmpunkt dann unsere Fragen und Antwort, Viertelstunde, 20 Minuten sozusagen. Das heißt, bitte alle, wenn Sie Fragen haben, die sich einfach im Laufe dieses Webinars jetzt ergeben, schreiben Sie es bitte in den Chat. Ja. Wir werden diese Fragen hier sammeln und dann schon gesammelt am Ende dann nach den Inputs dann behandeln und zu beantworten versuchen. Vielleicht ein Punkt auch noch, die Veranstaltung, dieses Webinar jetzt wird aufgezeichnet, weil ich auch schon gefragt wurde, die Präsentationen werden wir dann im Laufe der nächsten Woche auch zur Verfügung stellen. Das heißt, da finden Sie dann alle Informationen und eben wie gesagt die Präsentationen auf der ÖGUT Homepage zur Verfügung. Können Sie dann herunterladen und nachlesen. Ansonsten wäre ich dann sozusagen mit meiner Einführung am Ende. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist eben Susanne Hasenhüttl von der ÖGUT und ich freue mich, Sie heute wieder durch dieses Webinar führen zu können. Dann würde ich auch gleich starten mit unserem ersten Programmpunkt und dich, Kathi, bitten mit deinen einführenden Worten sozusagen. Danke. Ja, danke schön, Susanne. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich möchte eine kurze Einführung geben zum Thema Versicherungen und Nachhaltigkeit. Ich werde warten noch, bis die Präsentation kommt. Sehr gut. Genau, bitte die nächste Folie. Genau, worum geht es bei Versicherungen? Was ist das Geschäftsmodell? Die Versicherungen zielen seit jeher darauf ab, Risiken abzusichern. Da geht es eben darum, dass viele einzelne größere Risiken gemeinsam tragen können. Da ist schon die Grundidee, ist eine nachhaltige Idee, muss man sagen. Ganz grob kann man unterscheiden zwischen Personenversicherungen, also wo eben die Absicherung und Vorsorge der Risiken einer Person berücksichtigt werden, oder eben Sachversicherungen, wo eben Sachwerte versichert werden. Genau, wo stehen wir in Österreich da? Also es gibt in Österreich rund 33 Versicherungsunternehmen. Genau vor einem Jahr wurde das verwaltete Vermögen 145 Milliarden Euro. Und insgesamt ist der österreichische Versicherungsmarkt ein relativ kleiner Markt. Also es macht eben 1% aller Assets aus im europäischen Wirtschaftsraum. Die großen Player im europäischen Wirtschaftsraum sind hier eigentlich Deutschland und Frankreich, die eigentlich 50% ausmachen. Zur nächsten. Okay. Gut, jetzt muss ich nochmal zurück. Okay, gut. Ja, und wir haben schon gehört, Versicherungen beschäftigen sich mit Risiken, und was jetzt ein immer größeres Thema wird für Versicherungen, eine größere Herausforderung, sind die Nachhaltigkeitsrisiken. Was ist darunter zu verstehen? Das sind einfach Ereignisse in den Bereichen Umwelt, Soziales oder der Unternehmensführung, deren Eintreten bedeutet, dass es eben zu negativen Auswirkungen auf den Wert einer Investition kommt. Und hier spielt eben der Klimawandel eine besonders große Rolle. Wir haben es heute schon mehrfach gehört und auch gespürt im Sommer, was es eben durch das veränderte Wetter eben für Schäden entstehen. Und grundsätzlich kann man sagen, werden da zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Risiken unterschieden. Einerseits gibt es die physischen Risiken, dazu gehören eben die Überschwemmungen, Sturzfluten, tropische Wirbelstürme, Waldbrände, aber auch Dürren und Hitzewellen. Und es ist evident, die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenschäden nimmt hier ständig zu. Langfristig gesehen gibt es aber auch Transitionsrisiken. Da geht es darum, dass einfach durch die Politik
das Pariser Klimaabkommen, wo gesagt wird, es darf nicht mehr CO2 emittiert werden. Wenn dann Unternehmen nicht mehr CO2 emittieren dürfen, bedeuten Investitionen in diese Unternehmen auch Stranded Assets. Also mit diesen Risiken muss sich die Finanzbranche und natürlich auch die Versicherungen stärker auseinandersetzen. Und gerade die Versicherungen besonders stark. Und wir sehen hier am Beispiel Klimawandel in Österreich, da sehen Sie auf der linken Seite die Temperaturveränderungen gegenüber dem Zeitraum 1986, 2006 in Österreich, wie sich das entwickelt bis 2100, und zwar mit unterschiedlichen Szenarien. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden eben die Temperaturen sehr stark ansteigen. Also wir haben hier Temperaturanstiege von 3,7 Grad errechnet. Und wenn man eben die anderen Szenarien sich hier anschaut, das ist einerseits dieses Net-Zero-Szenario, also wo man wirklich versucht, eben die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad durch eine strenge Klimapolitik zu erreichen, dann nachher sind eben die Temperaturänderungen, da muss eben wirklich sehr viel passieren, um das zu erreichen. Und dann gibt es noch die Delayed 2-Grad-Politik, wo man sagt, dass eben die CO2-Emissionen ab 2030 zurückgehen. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann auch die Zunahme der Hochwasserschäden, je nachdem, welches Szenario auch eintritt, und dass diese Hochwasserschäden eben zunehmen können zwischen 24% und 200%, je nachdem, welche Politik hier jetzt weitergefahren wird. Das heißt, es ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Und je nachdem, entstehen auch sehr viele Kosten. Also es gibt eben einerseits Schätzungen von Swiss Re, das eben sagt, also die Rückversicherer, die eben sagen, die Naturkatastrophen 2021 haben geschätzte versicherte Schäden von 105 Milliarden US-Dollar ausgemacht. Und es zeigt sich, dass eben gerade in den letzten Jahrzehnten ein jährlicher Anstieg um 5 bis 6% zu vermerken ist. Eine andere Schätzung von Munich Re sagt eben, die vergangenen Jahren haben eben die verursachten Naturkatastrophen haben eben Schäden in Höhe von 280 Milliarden Euro verursacht. Und davon waren rund 120 Milliarden versichert. Hier sieht man noch, wie eben die Kosten hier auch angestiegen sind von 1970 bis zum letzten Jahr. Und was man auch hier sehr schön sieht, gerade dieser grüne Bereich, es ist dieser wetterbedingte Naturkatastrophen haben eigentlich zu sehr erhöhten Kosten geführt. Es gibt auch eine Studie für Österreich, vom Forschungsprojekt COIN, dem sagen, also wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, kann man davon ausgehen, dass wir jährlich bis zu 8,8 Milliarden Euro Schäden durch den Klimawandel haben, bis 2050, die auf die österreichische Volkswirtschaft auf uns zukommen. Und auch konkrete Beispiele jetzt haben wir diesen Hurricane Laura mit 19 Milliarden US-Dollar an Schäden, die verursacht wurden, auch in Deutschland letztes Jahr 30 Milliarden Euro. Und auch aktuell jetzt eben Pakistan, die Flutkatastrophe, die macht jetzt im Vergleich dazu jetzt gar nicht so viel aus, aber gerade in Pakistan mit 10 Milliarden Euro sind eben wahnsinnig viele Menschen davon betroffen. Die Ausmaße, der Impact ist hier noch wesentlich größer im negativen Sinn. Jetzt zurück. Gut. Genau, die FMA hat eben auch eine Untersuchung gemacht, eben wie eben der Klimawandel in der Versicherungsbranche mit berücksichtigt wird. Es hat eben auch im letzten Jahr generell in der Finanzbranche durch das Klimaschutzministerium die Möglichkeit gegeben, einer Portfolioanalyse, inwieweit man investiert ist in Sektoren, die CO2-intensiv sind. Und es wurde in der Versicherungsbranche wurden hier rund 37,8 Milliarden Euro von Aktien- und Unternehmensanleihen in den Portfolien der österreichischen Versicherer analysiert. Und es hat sich herausgestellt, dass ca. 5,5 Milliarden Euro
also rund 4% der Gesamtanlagen in klimarelevanten Sektoren investiert sind. Wobei die klimarelevanten Sektoren, das ist einerseits eben die Stromerzeugung, Automobilproduktion sowie Öl- und Gasproduktion. Und man muss auch sagen, bei der Stromerzeugung gehört aber auch eben die Stromerzeugung in erneuerbaren Energien dazu. Und ja, genau, 12,5% der Aktieninvestments und 12,4% der Unternehmensanleihen sind in klimarelevante Sektoren investiert, der Versicherungsbranche. Und es wurde dann noch ein Vergleich angestellt mit dem MSCI All World Index. Und da wurde festgestellt, dass die Versicherungsbranche in einem viel stärkeren Ausmaß in die Produktion von Strom, Stahl sowie Öl und Gas investiert ist. Und gerade beim Strombereich muss man aber auch sagen, auch hier wird auch sehr viel in Erneuerbare investiert. Was kann jetzt eine Versicherung tun, um zur Transformation beizutragen und auch für sich selbst eigentlich besser, ja, also nachhaltig zu wirtschaften und sicherer dazustehen? Es geht eben wirklich darum, einerseits nachhaltig zu investieren, Infrastruktur, nachhaltige Infrastruktur mitzufinanzieren. Also es gibt ja sehr viel, es steht ja sehr viel Geld dahinter. Es geht darum, nachhaltige Produkte anzubieten. Es geht auch darum, nur mehr nachhaltige Geschäftsmodelle zu versichern und aus nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen generell auszusteigen und natürlich auch die Risiken, die jetzt sich auch genauer zu beobachten, die Nachhaltigkeitsrisiken. Und es ist natürlich eine große Sache, ein nachhaltiges Risikomanagement aufzubauen. Und nicht zuletzt darf man vergessen, ist auch wichtig, eine transparente Berichterstattung und transparent zu sein, was man als Versicherung tut, was man finanziert, worin man investiert ist. Es gibt auch mehrere Initiativen in diesem Bereich. Da gibt es einerseits die Net Zero Insurance Alliance, die eben global tätig sind, wo sich Versicherungsunternehmen zum 1,5-Grad-Ziel bekannt haben und das Portfolio in diese Richtung anpassen möchten. Und es gibt auch die österreichische Initiative, die Green Finance Alliance, die nicht nur die Versicherungsunternehmen mit einbezieht, sondern auch generell Finanzunternehmen. Und auch hier das 1,5-Grad-Ziel soll eben das Portfolio ausgerichtet werden bis 2050. Also es gibt einiges zu tun und ich freue mich jetzt schon auf die praktischen Beispiele, was eben konkret die Versicherungen in diesem Bereich machen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben da jetzt ganz deutlich gesehen, schon allein das viele Geld, das da sozusagen, wenn ich das so salopp ausdrücken darf, das viele Geld, das hier im Spiel ist, sowohl auf der Schadenseite, aber natürlich haben eben, wie wir auch schon festgestellt haben, Versicherungen auch viel Kapital, das es zu veranlagen gibt, wo man auch dieses Kapital als Hebel sehen kann für die ökologische Transformation. Und ja, was hier Versicherungen in Österreich machen, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und ich freue mich auf unseren ersten Beitrag, auf Herrn Gunter Hanel von der Allianz Elementarversicherungen. Versicherung arbeitet dort im Bereich Corporate Sustainability. Wir werden die Präsentation gleich teilen und gleich sehen. Und ja, ich bin gespannt, was die Allianz hier macht und wo sie ihre Rolle sieht, was sie tun kann. Aber auch, und das denke ich mal, sollten wir uns auch anschauen, wo sind auch gerade die aktuellen Herausforderungen in der Versicherung? Bitte, Herr Hanel. Ja, danke schön. Mein Name ist Gunter Hanel. Ich bin in Österreich in der Allianz für das Thema ESG verantwortlich. Und auch ich wünsche Ihnen einen guten Nachmittag und freue mich, dass ich unseren Ansatz da jetzt in den nächsten Minuten vorstellen darf. Ich benutze dazu meinen eigenen Bildschirm, gebe den jetzt frei und denke, Sie müssten alle das Bild sehen können. Genau, danke. Sehen wir, ja. Dankeschön. Ja, ich steige hier zu Beginn. Was verstehen wir überhaupt unter einem ESG-Impact in unserem Haus? Wir verwenden dafür eine sehr gebräuchliche Gliederung, an die ich mich auch heute halten möchte. Auf der einen Seite geht es um einen ökonomischen Impact. Das ist alles das, was im Kerngeschäft stattfindet.
Und das hat in den letzten Jahren traditionell sehr viel mit dem Thema Investments und Veranlagung zu tun. Das wird auch weiterhin ein Schwerpunkt sein. Was in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, aber auch stark dazu kommt, ist der gesamte Versicherungsbereich an sich. Also wo man sich nicht nur die Investmentportfolien anschaut, sondern eben auch die Underwriting- und Versicherungsportfolien. Das zweite ist der ökologische Impact. Das sind die eigenen CO2-Emissionen, Ressourcenverbrauch, also von Wasser, Papier, Abfall, Energieverbrauch, Reisetätigkeit und ähnliche Dinge, die man durch den eigenen Geschäftsbetrieb auslöst. Das ist bei Finanzunternehmen nicht so gravierend wie in der Realwirtschaft, würde ich sagen. Also wir betreiben halt keine Bergwerke oder Fabriken. Aber nichtsdestotrotz, auch in unserem eigenen Bürobetrieb lässt sich viel tun. Und ich denke, es ist vor allem auch für die Vorbildwirkung und für das, was wir auch von den Kunden im weiteren Sinn verlangen, auch wichtig, dass Versicherungen da vorbildlich agieren. Und die dritte Ebene, das ist der gesellschaftliche Impact. Ja, wir haben, und das ist schon im ersten Referat auch angeklungen, eine Rolle als Investor, eine Rolle als Versicherer, eine Rolle als Arbeitgeber, eine Rolle als Meinungsbilder, eine Rolle als Sponsor und Spendengeber. All das fassen wir unter dem Gesichtspunkt gesellschaftlichen Impact zusammen. Und das, was heute im Fokus dieses Vortrags stehen soll, das ist der ökonomische Impact. Und auf das möchte ich jetzt näher eingehen. Die Allianz verwendet in Österreich seit einigen Jahren dieses Modell. Das ist ein Modell, das ein externes Scoring für unsere Investments ist. Und das Anfang der 2010er Jahre zusammen mit dem WWF und anderen Institutionen entwickelt wurde. Heutzutage macht das Scoring eigentlich ein Spin-off-Unternehmen des WWF, das ist ESG Plus. Die Damen und Herren schauen sich hier so einmal im Jahr, zweimal im Jahr unser Portfolio an und geben uns dann Rückmeldung, wo wir hier stehen. Und jetzt möchte ich kurz erklären, wie das funktioniert. Erstens unterliegt diesem Scoring-Modell die gesamte Veranlagung der Allianz Elementarversicherungs AG und der Lebensversicherungs AG in Österreich, sofern es sich das in den 4 gängigsten Wertpapierklassen abspielt. Das sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und Pfandbriefe. Und das ist grob gesagt etwas mehr als 3/4 der Investments dieser beiden Gesellschaften, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und wenn Sie sich den Farbcode hier ansehen, da kann man sich ganz gut von den Farben her auch dran orientieren. Grün bedeutet, das ist ein Investment mit einem besonders hohen Nachhaltigkeitsscore. Gelb und Orange, das ist sozusagen der durchschnittliche Nachhaltigkeitsbereich, aber da gibt es auch Gelb, das ist überdurchschnittlich und Orange, das ist unterdurchschnittlich nachhaltig, kann aber immer noch als nachhaltig bezeichnet werden. Und die roten Bereiche, das sind jene, die nicht nachhaltig sind. Und wenn Sie sich hier anschauen, wir haben im Jahr 2014 zum ersten Mal dieses Modell zum Einsatz gebracht. Und ich bin da auch stolz darauf, dass man das sehr früh gemacht hat, als das, glaube ich, noch weniger ein Trend war als heutzutage. Und immerhin sieht man, wenn man das ein paar Jahre macht, dann kann man auch zum heutigen Zeitpunkt die Früchte ernten. Und 2014 haben wir mit einer sehr, sehr gleichgeschichteten Verteilung begonnen. Da waren die besonders nachhaltigen Investments ungefähr genauso groß wie die gar nicht nachhaltigen Investments. Und wo stehen wir heute? Zum Ende des Jahres 2021 ist es uns gelungen, den grünen Bereich, also die besonders nachhaltigen Investments, immerhin auf über die Hälfte zu bringen. Und wenn wir die gelben, das sind die überdurchschnittlich nachhaltigen Investments, noch dazu rechnen, dann stehen wir bei 3/4, also 76%. Auch den roten Bereich konnten wir schrumpfen, wobei das ist eine schwierige Übung. Und insgesamt sind wir aber auch hier von 17% Ausgangswert 2014 auf einen Wert von 9% im Jahr 2021 gekommen. Davon sind schon 6% im etwas weniger nicht nachhaltigen Bereich und nur noch 3% in dem wirklich dunkelroten. Ja, und die Zielsetzung ist,
in den nächsten Jahren hier die Roten komplett abzubauen und den grünen und den gelben Anteil noch deutlich zu erhöhen. Jetzt schwenke ich ein bisschen über und sage, ich glaube, man kann die Hypothese wagen, dass in den letzten 2 bis 3 Jahren auch innerhalb des ESG-Bereichs eigentlich sich ein klarer Fokus herauskristallisiert, und das ist das Thema Klimawandel. Nicht umsonst hat die Frau Mona Sammer das auch in ihrem Einleitungsreferat erwähnt, der Klimawandel, der steht einfach ganz, ganz vorne dabei. Wir sehen das auch in einer Untersuchung, die die Allianz im letzten Herbst in Auftrag gegeben hat. Wir haben österreichweit repräsentativ gefragt, welche Risiken sehen Sie denn als in den nächsten 20 Jahren am stärksten wachsend? Und da ist der Klimawandel deutlich vor allen anderen genannten Risiken. Ich erinnere mich auch an andere Untersuchungen in den letzten Wochen und Monaten. Inzwischen gab es ja leider einen Krieg in Osteuropa, eine Energiekrise, eine Teuerungswelle. Aber das Langfristbild ist, glaube ich, immer noch dasselbe. In Österreich nehmen die Menschen tatsächlich dieses Klimawandelthema als das Wichtigste und auch das Bedrohlichste in den nächsten Jahrzehnten wahr. Interessant, die Mehrheit der Österreicherinnen sehen Politik und Unternehmen als hauptverantwortlich für Gegenmaßnahmen. Nur vergleichsweise wenige sehen die Verantwortung auch bei sich selbst. Ich sage an der Stelle immer gerne, es braucht alle 3 Ebenen. Es braucht uns selbst, es braucht die Politik, es braucht die Unternehmen. Und wir als Allianz, wir leiten daraus eigentlich auch einen Auftrag ab, hier in diesem Sinne tätig zu werden. Was noch in dieser Untersuchung herauskommt, es überwiegt schon sehr viel Skepsis auch in der Bevölkerung, ob denn die politischen und generelle ökonomische Maßnahmen überhaupt effektiv und ausreichend sein können. Das ist zu einem gewissen Grad auch berechtigt. Wir meinen aber, dass man jedenfalls was tun muss, und wir denken, es ist auch noch Zeit, etwas zu tun. Und Banken und Versicherungen generell haben, glaube ich, und das zeigt auch diese Studie, gar nicht eine so hoch ausgeprägte Glaubwürdigkeit in diesem Bereich. Man unterstellt uns oft Greenwashing, also dass wir uns schöner darstellen, als wir eigentlich sind. Ich denke, das Thema Net Zero ist sehr notwendig, um die globale Erwärmung zu limitieren. Ich schließe jetzt auch nochmal an das Vorreferat an und möchte auch hier einfach einen Ankerpunkt setzen. 2015 im Pariser Übereinkommen wurde das Ziel vereinbart, dass die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu limitieren ist, am besten bei 1,5 Grad. Und das bedeutet, Net Zero Emissions in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu erzielen. Unglücklicherweise sind wir derzeit auf einem ca. 3,2-Pfad unterwegs. Das sind meine letzten Informationen. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir bis 2030 alle Spielräume verschenkt. Dann schießen wir über und dann müssen wir korrigieren. Und das Korrigieren eines Überschießens ist nochmal viel unangenehmer, als wenn wir von vornherein auf dem richtigen Pfad wären. Deshalb unsere Schlussfolgerung, wir müssen sofort CO2-Emissionen reduzieren und bis 2050 globales Net Zero erreichen, wenn wir diesen drastischen Klimaanstieg verhindern wollen. Auf internationaler Ebene, die Allianz in Österreich ist ein Tochterunternehmen eines sehr großen internationalen Konzerns. Auf internationaler Ebene ist die Allianz SE führendes Mitglied in internationalen Initiativen mit so einem Net-Zero-Fokus im Kerngeschäft. Und lassen Sie mich hier 2 Sachen herausgreifen. Das eine, das ist eine Entwicklung der Jahre 2018, 2019, die zu einem gewissen Grad auch in Wien bei einer Konferenz einen Ursprung genommen hat. Das ist die Net Zero Asset Owner Alliance. Die steht unter der Schirmherrschaft der UNO, und ich blende jetzt kurz mal über auf die Website. Ich schaue ab und zu mal dort nach. Ich denke, Sie können jetzt doch die Website sehen. Das ist eine freiwillige Vereinigung von insgesamt mittlerweile 74 institutionellen Investoren. Entschuldigen Sie, Herr Hanel, die Website können wir jetzt nicht sehen. Wir sehen die Präsentation. Ah, okay, aber, sorry, dann hat das ja Überblenden nicht funktioniert, aber ja, es macht nichts. Es ist ganz leicht im Google zu finden, wenn Sie unter Net Zero Asset Owner Alliance nachschauen wollen. Und ich gebe nur kurz, also 2, 3 Kennzahlen und kehre dann wieder zurück zur Präsentation. Also die Net Zero Asset Owner Alliance umfasst mittlerweile 74
institutionelle Investoren auf der ganzen Welt, die eine unvorstellbare Summe von 10,6 Billionen US-Dollar Assets under Management haben. Das sind 10.000 Milliarden. Und diese 10.000 Milliarden werden nach der Selbstverpflichtung dieser Vereinigung auf einen Net-Zero-Kurs getrimmt. Und ich denke, das ist ein gewaltiger Hebel, der hier stattfindet, und komme jetzt auch wieder zu dem Bild zurück. Die Allianz ist also hier Teil dieser Vereinigung, der Net Zero Asset Owner Alliance, wie auch einige andere Häuser, die auch in Österreich vertreten sind. Und eine zweite Entwicklung ist auch wieder unter der Schirmherrschaft der UNO, und das ist auch schon vorher angesprochen worden, die Net Zero Insurance Alliance. Das ist eine Entwicklung der letzten 1 bis 2 Jahre, wobei meines Wissens, und bin da teilweise auch in ein oder anderen Workshop schon involviert, arbeiten wir schon fleißig daran, also hier die ersten Zielsetzungen auch für die Versicherungsportfolien zu entwickeln. Also die Asset Owner Alliance, da geht es um die Investmentportfolien, bei der Insurance Alliance, da geht es um die Versicherungsportfolien. Lassen Sie mich noch einen Blick weiterschauen. Auch das ist bereits angeklungen. Die Allianz ist in Österreich stolzes Gründungsmitglied der Green Finance Alliance. Die Green Finance Alliance ist eine, wie ich persönlich finde, sehr tolle Initiative der österreichischen Bundesregierung, genauer gesagt des BMK. Es erging der Aufruf an die gesamte Finanzwirtschaft, also Versicherungen, Banken, Pensionskassen, Vorsorgekassen. Die ersten 9 sind auch bereits Gründungsmitglieder. Der nächste Aufruf ist im heurigen Herbst unterwegs, also die nächste Erweiterungsrunde. Und auch hier geht es um die Ausrichtung am 1,5-Grad-Ziel. Das ist sozusagen das größte übergeordnete Ziel der österreichischen Green Finance Alliance, entsprechend dem Pariser Übereinkommen 2015. Und das bedeutet auch Grünhausgasneutralität bis 2050. Die österreichische Green Finance Alliance kombiniert jetzt, wenn ich das so interpretieren darf, die internationalen Alliances, weil sie umfasst auf der einen Seite das Veranlagungsgeschäft, auf der zweiten Seite das Versicherungsgeschäft und drittens gibt es auch noch eine Reihe von Vorschriften für die eigene Betriebsökologie. Auch soziale Mindeststandards sind vorgesehen und überhaupt wird die Green Finance Alliance im Laufe der Zeit sich auch um weitere Zielsetzungen aus der EU-Taxonomie oder aus der Sozialtaxonomie und ähnlichen Dingen anreichern und erweitert werden. Sie ist ein Langfristprogramm. Die Verträge laufen derzeit bis 2030 und es ist auch eine sozusagen jahrzehnteweise Verlängerung vorgesehen. Ich möchte noch ein bisschen näher auf die Zielsetzungen eingehen, weil wir arbeiten bereits in unserem Haus kräftig an der Umsetzung. Im Investmentbereich gibt es Zielsetzungen auch für alle verbundenen Tochterunternehmen. Das heißt, für die Allianz in Österreich bedeutet das, dass die sozusagen Sachversicherungs AG, die Lebensversicherungs AG, aber auch die Pensionskasse, die Vorsorgekasse und die Kapitalanlagegesellschaft diesem Regime unterworfen sind und hier an diesen Zielsetzungen arbeiten. Des Weiteren die Versicherungsportfolien, auch wie bereits vorher erwähnt. Nun, wie funktioniert das Ganze? Zu Beginn ist eine Klimastrategie zu publizieren auf der Website. Das ist bis zum Ende des heurigen Jahres entsprechend zu veröffentlichen. Darin ist eine Reihe von spezifischen Kriterien zu berücksichtigen und sind auch entsprechende Kennzahlen zu veröffentlichen. Und die sollen dann jährlich wieder veröffentlicht werden, also im Sinne eines Fortschrittsberichts, auch sozusagen auf qualitativer Ebene, genauso wie mit Kennzahlen. Inhaltlich ist damit auch verbunden ein schrittweiser Ausstieg aus den Themen Kohle, Öl und Gas und Nuklearenergie. Das ist zeitlich gestaffelt auf einen Zeitraum bis 2030, 2035. Anforderungen an Reise- und Beschaffungsrichtlinien, genauso wie zertifizierten grünen Strom, sind enthalten. Und was die eigene Betriebsökologie angeht, eine EMAS-Zertifizierung bis 2025. All das unterstützt den European Green Deal und die europäische Sustainable Finance Strategy. Und jetzt speziell als Motivation für unser Haus, wir wirken hier gerne als Pionier in der Finanzbranche mit als Partner der österreichischen Bundesregierung und freuen uns auch
über andere Teilnehmer, die hier den gleichen Weg gehen. Dazu passend hat die Allianz SE, und jetzt bin ich wieder auf der internationalen Ebene, im April des heurigen Jahres zwei interessante Veröffentlichungen und Selbstverpflichtungen bekannt gegeben. Wobei, wenn ich sage, ich bin auf der internationalen Ebene, dann ist das nicht weiter verwunderlich. Die Allianz SE oder Allianz Gruppe bricht das dann auch auf ihre Landesgesellschaften herunter, und insofern ist das auch ein Auftrag für unsere Gesellschaften in Österreich. Und jetzt gehe ich hier nochmal einen Schritt zurück. Das Thema Kohleabbau hat bei der Allianz schon eine längere Tradition. In Österreich haben wir uns bereits 2015 aus Investitionen in Kohleabbau zurückgezogen. Es folgten dann 2018 und 2019 eine Reihe von internationalen Verpflichtungen und Guidelines zu diesem Thema betreffend Investments und Versicherungen. Und im heurigen April hat die Allianz SE eine aus meiner Sicht sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen, nämlich eine Öl- und Gasrichtlinie herausgebracht, und das durchaus zu einem Zeitpunkt eines Kriegs in Osteuropa und einer Energiekrise, die wir ja mittlerweile alle lebhaft verspüren. Und diese Öl- und Gasrichtlinie, kurz zusammengefasst, bedeutet Folgendes: In der Kapitalanlage von versicherten Geldern, genauso wie in der Schaden- und Unfallversicherung, wird die Allianz weltweit ab 01.01.2023 nicht mehr neu finanzieren oder versichern die folgenden besonders umweltschädlichen Projekte, nämlich Einzelprojekte für neue Öl- und Gasfelder, Öl-Midstream-Infrastruktur, den Bau von Ölkraftwerken und Öl- und Gasaktivitäten in der Arktis oder Antarktis sowie Ölsand, Schwerstöl- und Ultra-Tiefseerisiken. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt gilt ab Anfang 2025. Da erwartet die Allianz von den größten Öl- und Gasproduzenten, und das sind die 60 größten weltweit, also durchaus eine größere Anzahl, eine solide Netto-Null-Verpflichtung bis 2050 als Bedingung für den Versicherungsschutz und Investitionen auf Unternehmensebene. Und da sieht man eigentlich auch schon das Thema Engagement-Ansatz, das auch in der Green Finance Alliance eine starke Rolle spielt oder in der Asset Owner Alliance, dass man durchaus also auch mit Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind, gemeinsam den Weg gehen will. Aber wir erwarten halt, wie gesagt, eine solide Netto-Null-Verpflichtung. Dazu passend auf der rechten Seite des Bilds sehen Sie auch, und das wurde auch im April heurigen Jahres veröffentlicht, Netto-Null Treibhausgasemissionen Verpflichtungen für den eigenen Geschäftsbetrieb. Hier haben wir die Timeline verstärkt. Wir haben bereits seit 2019 intern verpflichtende Zielsetzungen für Reduktionen bis zum Jahr 2025. Die waren aber vorher bei 30%, jetzt haben wir sie auf 50% verschärft. Und bis 2030 wollen wir 70% der Treibhausgasemissionen aus der Baseline 2019 eingespart haben. Durch verstärkte Umweltschutzmaßnahmen, also Umweltmanagementmaßnahmen, 100% Grünstrom, Umstellung auf eine vollelektrische Fahrzeugflotte und diverse andere Maßnahmen, vor allem auch zum Thema Geschäftsreisen. Und um die verbleibenden Emissionen zu reduzieren, wird die Allianz weltweit hochwertige Lösungen zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre einsetzen. Nun bin ich schon beim letzten Bild angelangt und kurzer Blick auf die Zeit. Ich glaube, ich bin auch gut unterwegs. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassend einen Ausblick geben. Wie ist unser Allianzweg einer führend nachhaltigen Versicherung? Beim ökonomischen Impact stellen wir die 1,5-Grad-Pfade in Investments und Underwriting in den Vordergrund. Und die Green Finance Alliance ist hier also für uns ein sehr gutes Vehikel. Und wir unternehmen auch zunehmende Nachhaltigkeitsanstrengungen in den Bereichen Schadenunfall bei Produkten und bei Schadenprozessen. Beim ökologischen Impact arbeiten wir daran, unsere Ressourcenverbräuche zu reduzieren. Das heißt, es geht um eine nachhaltige Reduktion von CO2-Emissionen und diverse andere Kennzahlen, durchaus auch in der neuen hybriden Arbeitswelt.
und die EMAS-Zertifizierung bis 2025. Und was das gesellschaftliche Impact angeht, da habe ich bisher also sehr wenig gesagt. Wir legen großen Wert auf Arbeitgeberinitiativen von der physischen bis zur mentalen Gesundheit, das auch unter New Work-Gesichtspunkten, Diversität und ähnlichen Dingen. Und wir haben ein Corporate Volunteering-Programm mit Fokus auf Biodiversität und Next Generations, also junge Leute, die nicht so gute Startvoraussetzungen im Leben hatten wie ich zum Beispiel. Und wir widmen hier einen Arbeitstag im Jahr allen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, den sie hier einsetzen können. Und letzter Gedanke, für uns ist ESG auf der strategischen Ebene verankert. Wir bemühen uns aber auch, das wirklich als Kulturelement zu haben und beides miteinander vereint unsere Tätigkeit und unsere Zielsetzungen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Hanel. Sie sind ganz pünktlich unterwegs, genau in der Zeit. Vielen Dank. Ja, das war ein sehr spannender Einblick in Ihre Aktivitäten hier. Ein sehr ambitioniertes Programm, aber sicherlich sehr notwendiges Programm. Ich möchte unsere Teilnehmer darauf hinweisen, Sie können gerne Fragen stellen. Schreiben Sie die Fragen in den Chat. Momentan ist noch keine Frage eingelangt, aber wie gesagt, eine ist jetzt gekommen. Wie gesagt, gerne stellen Sie Ihre Fragen in diese entweder F&A-Funktion oder in die Chat-Funktion. Ich möchte hier, aber wir im Team haben nämlich jetzt auch kurz gesprochen und wir haben auch eine Frage und ich gebe da gleich an meine Kollegin. Vielleicht können wir uns hier die Präsentation nochmal anschauen, oder? Ja. Können Sie das vielleicht noch einmal, die Präsentation noch einmal teilen? Ja, mache ich gerne. Meine Frage bezieht sich nämlich auf den ESG-Score. Ja. Und einen Augenblick, ich blätter hin. Mhm. Will aber gerade, ja, jetzt geht's. Ja, geht gut. Mhm. Ja. Genau, ich habe da nur die Frage mit 2024, 2029, da nimmt dieser dunkelgrüne Bereich anscheinend ab. Also wie, ja, das ist jetzt nicht so zu interpretieren, dass wenn wir schon irgendwo besser sind, dass wir wieder dort weniger haben wollen. Das ist jetzt ein bisschen eine Eigentümlichkeit an der grafischen Darstellung. Ja. Okay. Aber wir konnten also bis zum letzten Jahresende 6% Investments mit einem wirklich höchsten Sustainability Score von 80-100% erzielen. Und die sollen in der Zukunft nicht schrumpfen. Ja, da gebe ich Ihnen okay. Recht. Ja. Okay, danke. Und den roten Bereich versuchen Sie dir ganz sozusagen ganz zu eliminieren. Sie haben vorhin auch angesprochen, dass es natürlich nicht so einfach ist, ja. Woran liegt es da hauptsächlich? Ja, wobei da muss man zwei Effekte unterscheiden. Das eine ist sozusagen Investments gibt es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Das kann zum Beispiel bei Anleihen sein, dass die abreifen. Oder man verabschiedet sich aus dem Investment. Wobei, das ist nur die eine Seite. Die zweite Seite ist, der Markt selbst und die Unternehmen können sich auch verbessern. Ja, also da steckt ja auch bei vielen Programmen dahinter, wenn wir sagen, wir erwarten oder wir hoffen, dass auch die Realwirtschaft hier solide Netto-Null-Verpflichtungen eingeht, dann wirkt sich das auf so ein Scoring aus. Das heißt, immer dann, wenn die Unternehmen, die man hier hält, sich verbessern, dann verbessert sich auch ein Score. Und darauf wirkt man ja auch beim, und nicht nur wir, sondern eben ganz viele Häuser im Rahmen ihres Engagements ein. Ja. Wobei unsere sozusagen, ja, ich nenne es jetzt mal Strategie in diesem Zusammenhang ist, wir versuchen mit den Unternehmen zu reden und Einfluss zu nehmen. Und das darf natürlich auch ein bisschen Zeit haben. Aber wenn es irgendwo gar nicht geht, dann muss man sich natürlich auch einmal entscheiden, ob man sich aktiv von einem Investment trennt. Was hier auch verfolgt wird, natürlich, das steht jetzt da so nicht, es gibt auch Best-in-Class-Ansätze, also das sind auch Tools, die die Allianz weltweit verwendet. Also ich nehme jetzt eine bestimmte Branche her, als Beispiel auch in der Automobilindustrie gibt es Unternehmen, die in ihrer Industrie
besonders nachhaltig sind oder vorbildlich und andere, die es weniger sind. Jetzt ist natürlich hier ein Bestreben, hier mit den, also die sozusagen jene zu unterstützen, die besonders nachhaltig sind oder die es werden wollen. Ja. Also das sind so die Mechanismen, die hier dahinter stehen. Ja, danke schön. Jetzt werde ich mir zwar selbst untreu, weil ich am Anfang gesagt habe, wir machen die Fragen zum Schluss, aber es passt einfach gut dazu. Wir haben zwar weitere Fragen jetzt hier. Und zwar geht es um die Öl- und Gasrichtlinie der Allianz. Und die Frage ist eben, wer kontrolliert, ob die größten Öl- und Gasunternehmen solide Netto-Null-Pläne haben und anhand welcher Kriterien wird das geprüft? Ja, also dazu kann ich sagen, da bin ich jetzt nicht ganz ein Experte, aber diese Informationen sind zunehmend in internationalen Datenbanken verfügbar. Und wir brauchen diese Datenbanken ja auch für die, unter anderem für die Erfüllung der EU-Regulatorien. Also alle, die mit Taxonomie und Ähnlichem zu tun haben, müssen diese Daten beschaffen. Da gibt es Datenanbieter wie MSCI oder Bloomberg als Beispiele genannt, die ihre Informationen über Unternehmen immer mehr mit solchen Inhalten anreichern. Die werden dann eben auch von der Veranlagungswirtschaft und in Zukunft auch von der Versicherungswirtschaft genutzt. Und im Großen und Ganzen stammen die Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen wie Geschäftsberichten oder Ähnliches, mit denen diese Datenanbieter dann arbeiten. Und und Unternehmen wie die Allianz haben dann eben Verträge mit diesen Datenanbietern, spielen das in die eigenen Datenbanken ein und arbeiten auf diese Art und Weise dann eben im Kerngeschäft. Ja. Kontrolle würde ich jetzt mal sagen, also erstens mal, wenn das in diesen Datenbanken auftaucht, dann hat das, glaube ich, eine sehr hohe Vermutung der Rechtmäßigkeit. Im Endeffekt ist das aber auch etwas, wo wir intern sehr darauf achten, dass die Dinge korrekt laufen, weil niemand will ja und darf ein Greenwashing-Risiko eingehen. Und solche Verpflichtungen, die man veröffentlicht, die gelten ja auch immer mehr eigentlich in also tatsächlich harten Maßstäben. Ja. Also so würde ich das in etwa beschreiben. Mhm. Mhm. Dankeschön, ja. Eine weitere Frage, da geht es jetzt um das Modell, um das ESG-Plus-Modell beziehungsweise um den Score. Und da ist eben die Frage, wird dieser Score auch auf Assets außerhalb Österreichs, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, angewendet? Also dieser Score hier nicht. Deswegen habe ich das unten auch in der Fußnote dazu geschrieben, ist auch auf unserer Website so genau nachzulesen. Also das hier ist eben eine bestimmte Gruppe von Assets, aber die machen 3/4 der Assets in sozusagen der Allianz Sach- und Lebensversicherungsgesellschaft in Österreich aus. Und der Grund ist der, dass dieses Modell eben auf diese Wertpapierklassen funktioniert, also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und Pfandbriefe. Da aber umfasst das durchaus auch Investments im Ausland. Also da sind zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Beispiel bringen darf, bei den Staatsanleihen, da sind auch Staatsanleihen aus den Benelux-Ländern, aus Frankreich und so weiter drinnen. Aber immer nur jene, die diese beiden genannten österreichischen Gesellschaften hier in ihrem Asset Management haben. Ja? Also die Veranlagungen der Allianz in Frankreich oder Deutschland, mit denen hat das gar nichts zu tun, aber die Veranlagungen der Allianz Versicherungs AG und Lebensversicherungs AG in Österreich, sofern sie auch ausländische Anleihen oder Aktien oder Pfandbriefe halten, die sind da drinnen. Ja. Was hier nicht drinnen ist, es gibt auch Investments in Real Estate, Investments in bestimmte Infrastrukturinvestitionen. Es sind auch einige Investments getätigt in Vehikel der Allianz-Gruppe, also das ist Allianz Global Investors oder PIMCO. Die unterliegen auch nicht diesem Modell, weil das Modell da sozusagen jetzt nicht operabel wäre. Die haben ihre eigenen ESG-Kriterien. Ja. Aber wir haben in den letzten Jahren, also seit 8 Jahren sind es jetzt bald, wie gesagt, 3/4 dieser Investments in diesen gängigsten Wertpapierklassen nach diesem Modell gesteuert und bemessen. Mhm.
Ja, danke schön. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, die werde ich aber dann doch im Anschluss, möchte ich die im Anschluss behandeln und einfach mit unseren Inputs sozusagen weiter tun und den Herrn Bscheidl nicht zu lang warten lassen. Herr Hanel, Sie bleiben ja noch dabei und Auf wir jeden haben Fall. dann noch Fragen, die gehen jetzt nicht verloren. Ich würde, wie gesagt, gerne bei unserem, also vielen Dank noch einmal und gerne im Programm weitermachen und Herrn Dieter Bscheidl von der Vienna Insurance Group sehr herzlich auch begrüßen. Und so, ich glaube, die Präsentation sehen wir schon. Genau, sehr gut. Also so jetzt haben wir es, genau, vorher war noch der andere Modus, aber jetzt sehen wir sie gut. Ja, ESG or not to be, das ist der Titel seines Vortrags und Herr Bscheidl ist im Head of European Affairs and ESG bei der Vienna Insurance Group und ich freue mich schon auf Ihren Beitrag. Vielen herzlichen Dank, Frau Hasenhüttl. Einen schönen Nachmittag hier aus dem Wiener Ringturm. Ja, seit knapp 10 Monaten darf ich auch den Bereich ESG hier in der Vienna Insurance Group verantworten, wobei ich betonen möchte, dass die Verantwortlichkeiten für die jeweiligen Tätigkeiten, sei das jetzt Veranlagung, sei das Underwriting, natürlich in den jeweiligen Fachbereichen bei uns liegen und dort bestens aufgehoben sind. Was wir hier tun im Bereich ESG, ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das heißt die Abbildung nach außen, wie es auch der Gesetzgeber von uns verlangt. Ich spreche hier für eine Versicherungsgruppe, die in 30 Ländern tätig ist. In Österreich werden Ihnen die beiden VIG-Gruppengesellschaften Wiener Städtische und Donau ein Begriff sein. Die Versicherungsgruppe an sich reicht zurück bis ins Jahr 1824. Also auch aus der Perspektive heraus kann man behaupten, dass wir ein nachhaltiges Unternehmen sind. Warum ich Ihnen diese Darstellung mitgebracht habe, ist weniger der Verweis darauf, dass wir Nummer eins in Zentral- und Osteuropa sind, sondern die Vielfalt, die wir haben in unserer Gruppe und vor allem die geografische Vielfalt, die wir haben, die uns gerade im Bereich der Nachhaltigkeit vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Ich habe Ihnen in den nächsten 16, 17 Minuten drei Segmente mitgebracht. Zum einen das Thema der Investitionskapazität. Wie sehen wir das? Was können wir tun? Was werden wir tun? Dann B, konkret, was haben wir schon getan? Ein kleiner Rückblick, um Ihnen auch einen Begriff zu geben, wo denn da in etwa investiert wird. Und der letzte Block beschäftigt sich dann mit den nachhaltigen Produkten, die wir unseren Kundinnen und Kunden in Österreich und auch außerhalb Österreichs anbieten. Und ich darf gleich beginnen mit dem heute schon mehrfach angesprochenen Volumen, das die europäische Versicherungswirtschaft in der Veranlagung hat. Das ist richtig und es hat mich auch nicht überrascht, dass auch zu Beginn heute in den einleitenden Worten auf das doch sehr beachtliche Kapitalanlagevolumen der europäischen Versicherungswirtschaft verwiesen wurde. Das liegt in etwa bei 10,5 Billionen Euro, wie gesagt, europäischer Versicherungssektor. Und damit ist die Versicherungswirtschaft der größte institutionelle Investor in Europa. Also definitiv ein großer Player. Und aus dieser Situation heraus wird von vielen hier eine Wahrnehmung getroffen, dass man allein mit dem Geld der Versicherungswirtschaft schon den Green Deal zum Großteil finanzieren könnte. Und ich darf das vielleicht ein bisschen einordnen anhand der 4 Punkte, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Zum einen sind die Kapitalanlagen, die wir als Versicherungswirtschaft haben und vor allem in Mittel- und Osteuropa, nur begrenzt taxonomiefähig. Das heißt, wir können uns diese Kapitalanlagen nur sehr begrenzt für KPIs anrechnen lassen, insbesondere das Investment-KPI nach EU-Taxonomie, ein wichtiger Gradmesser, sage ich mal, für nachhaltige Investitionen, weil der Großteil schlicht und einfach in Staats- und in Bankanleihen steckt und die jetzt in dieser Form gegenwärtig nicht taxonomiefähig sind. Vielleicht wird es da eines Tages auch nochmal eine Änderung geben, aber heute und jetzt ist das nicht der Fall. Das heißt, schlicht formuliert, die Anrechenbarkeit von dem, was wir momentan investiert haben, ist sehr begrenzt. Das nächste ist, das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft ist ein sehr, sehr langfristiges. Unsere Verbindlichkeiten sind langfristig. Dementsprechend auch sind unsere Veranlagungen langfristig getroffen. Das heißt, wenn wir hier Veränderungen vornehmen,
dann passiert das in einer moderaten, stabilen, geordneten Art und Weise. Wir haben eine langsame Drehung unserer Kapitalanlagen. Würden wir das abrupt spontan machen, was wir natürlich nicht tun, dann drohen hier auch finanzielle Verluste zulasten unserer Kundinnen und Kunden und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Also insofern auch, was die Geschwindigkeit des Wandels anbelangt, darf man vielleicht ja auch die Erwartungen etwas relativieren. Der dritte Punkt ist, man erwartet von der Versicherungswirtschaft als bedeutendsten institutionellen Investor sehr, sehr viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel, denn dass wir die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit von sämtlichen Geschäftsmodellen und Wirtschaftssektoren beurteilen können. Also das übersteigt auch unsere Kapazitäten und Ressourcen. Also auch hier, glaube ich, gilt es, das ein bisschen einzuordnen. Es ist natürlich notwendig, wenn man so langfristige Verbindlichkeiten oder Commitments in der Kapitalanlage eingeht, eine gewisse Prognosefähigkeit zu haben. Die ist zwar da, aber die hat auch ihre Grenzen. Und der vierte Punkt ist vielleicht einer, der für Sie sehr trivial klingt, aber der eine Tatsache ist, dass schlicht und einfach das Angebot an ESG-Investitionsprojekten ein überschaubares ist, also vor allem erneuerbare Energien, ganz besonders wichtig, sind hier in CI nicht unbedingt häufig anzutreffen. Wir werden das später auch noch sehen anhand unserer aktuellen Investitionen. Das heißt, hier gibt es Herausforderungen hinsichtlich der Strukturierung dieser Projekte, auch einer marktkonformen Bepreisung. Volumen ist ein Thema und ich darf das nicht zuletzt auch erwähnen, das etwas höhere politische Risiko, das wir in einzelnen Ländern dieser Region auch vorfinden. Also insofern ein bisschen Expectation Management, ja, das Kapitalanlagevolumen der europäischen Versicherungswirtschaft und natürlich auch damit der VIG ist signifikant, aber wir haben sowohl auf der Zeitachse hier bestimmte Beschränkungen und auch natürlich die Anrechenbarkeit, die so nicht gegeben ist. Aber um den Blick in die Zukunft zu geben, es ist definitiv so, dass der Versicherungssektor hier umgesteuert wird. Wir selbst steuern natürlich auch, aber wir werden zu einem Gutteil auch extern gesteuert und das vor allem durch die Nachhaltigkeitsgesetzgebung aus Brüssel kommend, wurde schon von meinem Vorredner auch erwähnt, Green Deal, Sustainable Finance, das sind so die Schlagworte, die in diesem Zusammenhang stehen und wir werden in sehr absehbarer Zeit die Verpflichtung erhalten, als Versicherungsgruppen Übergangspläne zu erstellen, aber nicht nur als Versicherungsgruppen, Sie sehen das hier. Wir haben hier unterschiedliche Rechtsquellen, auch die Realwirtschaft, die sogenannte Realwirtschaft wird neben der Finanzwirtschaft ebenfalls verpflichtet werden, solche Übergangspläne zu erstellen. Was ist denn das? So ein Übergangsplan, das dürfen Sie sich vorstellen wie eine Art Businessplan, der aber über das normale Ausmaß weit hinausreicht, nämlich die nächsten 25 Jahre umspannen wird müssen. Also grob 2025 bis 2050. Das passt ja auch dann sehr gut zusammen mit dem üblichen Rahmenwerk. Also auch hier geht es darum, die Erderwärmung auf die schon erwähnten 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Und es geht jetzt darum, dass man hier Pläne festlegt, sowohl auf der Asset-Seite als auch auf der Underwriting-Seite, wie man sich dorthin bewegen kann. Die Büroökologie ist auch schon angesprochen worden. Die hat natürlich in einem klassischen Bürobetrieb, wie es die Versicherung nun mal ist, auch eine Rolle, aber die ist natürlich von untergeordneter Bedeutung. Und Sie sehen hier, dass allein aus der Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie der neuen dann in etwa 50.000 EU-Unternehmen verpflichtet sein werden, also das sind nicht nur Versicherungsunternehmen, Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Wir gehen davon aus, dass das noch weitaus mehr sein werden, die das auch dann freiwillig machen werden. Das europäische Lieferkettengesetz sei hier nicht unerwähnt, das sind in etwa 13.000 Unternehmen, die hier verpflichtet sind, auch wiederum Realwirtschaft und Finanzwirtschaft und auch ganz aktuell darf ich berichten, aus der Arbeit im Europaparlament, da wird gerade unser Rahmenwerk Solvency II, das ist so das fundamentale Regelwerk für Versicherer, wird gerade überarbeitet. Das betrifft 2600 Versicherungsunternehmen in Europa. Und auch hier ist die Diskussion darüber, ob man nicht wirklich jeden Versicherer, auch noch so kleinen Versicherer, verpflichten soll, einen solchen Übergangsplan zu verabschieden. Also Sie sehen, der externe Druck steigt kontinuierlich und spätestens ab 2025 wird das Ganze scharf geschalten und werden wir einen solchen Plan verabschieden müssen.
Hilfreich ist hier sicherlich auch in dem Kontext alles, was Rechtssicherheit und Klarheit bietet. Und es war schon von der Veranlagung viel die Rede. Hier der EU-Standard für eine grüne Anleihe ist hier sicherlich auch hilfreich. Es gibt auch jetzt schon zahlreiche Angebote an grünen Anleihen. Das sehen Sie hier links. Weltweit machen sie noch nicht allzu viel aus. Das sind so in etwa 0,2% aller Anleihen weltweit sind also grüne Anleihen nach entsprechenden Frameworks. Sie sehen auch, das Ganze ist eher eine europäische Veranstaltung. Weit über 90% der grünen Anleihen stammen aus Europa. Hier hat sich Luxemburg hervorgetan, mit einem eigenen Börsensegment 2016 an den Start gegangen, die Luxemburg Green Exchange, daher dieser hohe Anteil von 59%, weil sich schlicht und einfach die luxemburgische Börse hier sehr rasch und frühzeitig positioniert hat. Übrige Staaten folgen dann. Also noch eine sehr europäische Thematik. Hoffen wir, dass das auch in anderen Weltregionen bald an Geschwindigkeit aufnimmt. Und ab 24, wie gesagt, haben wir dann einen belastbaren europäischen Rechtsrahmen dafür, für diese grünen Anleihen. Und das hilft natürlich auch Investoren, gibt zusätzliche Rechtssicherheit, sowohl für diejenigen, die emittieren, da werden wir gleich dazu kommen, da haben wir auch etwas getan, und natürlich auch für die, die investieren, weil man dann davon ausgehen kann, dass das auch voll anrechenbar ist, was hier in diese grünen Anleihen geht. Ich komme damit zum Thema nachhaltige Investitionen jetzt bei uns in der VIG-Gruppe. Ich habe Ihnen da ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Grundsätzlich habe ich schon die Green Bonds angesprochen. Das ist jetzt natürlich noch nicht der EU-Standard Green Bonds, sondern jene, die bisher verfügbar waren. Und ja, hier haben wir natürlich gewaltige Steigerungsraten. Fair enough natürlich, den Punkt hier zu machen. Wenn man von einer geringen Basis ausgeht, dann schauen die Steigerungsraten auch entsprechend schön aus. Das ist natürlich richtig. Aber dennoch, der Trend ist ein eindeutiger und klarer. Und Sie sehen, dass das eine sehr klare Linie ist und der grüne Pfeil im wahrsten Sinne des Wortes steigt ja nach oben. Und wir werden auch diese Investitionen in Green Bonds entsprechend fortsetzen. Wir sind aber auch Emittent natürlich von Anleihen und wir sind hier stolz darauf, dass wir als erste Versicherung Europas eine Benchmark-Nachhaltigkeitsanleihe begeben haben. Also nicht eine grüne Anleihe, sondern wir denken Nachhaltigkeit breiter. Es geht ja nicht nur um die Umwelt, es geht vor allem auch um Soziales. Und aus diesem Blickwinkel heraus haben wir eine Benchmark-Nachhaltigkeitsanleihe begeben letztes Jahr. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro, Laufzeit auf 15 Jahre. Und da ist auch einiges gelungen, wie Sie hier sehen können. 2021 war das also die längste Laufzeit, die man hier platzieren konnte als Finanzinstitution. Also auch, glaube ich, ein Zeichen von Qualität. Wer hat die gezeichnet? Rund 50 institutionelle Investoren aus 12 Ländern und auch die EZB, das ist mehr oder weniger ein Standard-Procedure, dass die EZB da auch mit dabei ist. Der Coupon ist auch ein sehr attraktiver von 1%, der niedrigste Zinssatz, den eine Finanzinstitution in diesem Format seit 2008 erzielen konnte, wie Sie hier auch sehen. Auch das, glaube ich, Ausdruck dafür, erstens Vertrauen in die VIG, zweitens aber auch Vertrauen in das Thema ESG, um das es ja heute hier geht, Nachhaltigkeit, sehr, sehr gefragt, wie Sie hier sehen. Und ich habe es schon erwähnt, es geht nicht um Green, sondern auch um Social Assets. Also in Summe haben wir eine sehr positive Resonanz letztes Jahr vorgefunden auf unsere Emission. Das freut uns natürlich und ich will Ihnen jetzt nicht vorenthalten, ja, wir haben natürlich auch ein entsprechendes Framework dafür gebaut, das sich auch mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen vereinbart hat, aber ich darf jetzt auch im Interesse und mit Blick auf die Uhr kurz zu den Praxisbeispielen kommen. Hier herausgegriffen 4 Beispiele, damit Sie sehen, wo geht denn dieser Nettoemissionserlös von einer halben Milliarde Euro hin. Zum einen in nachhaltige Gebäude. Hier ein Beispiel, das vielleicht die ein oder der andere von Ihnen kennt. Wenn Sie mit dem Auto die Dresdner Straße Richtung Innenstadt fahren, dann kommen Sie bei diesem Gebäude vorbei. Das ist The Brick am Wienerberg. Ein Gebäude, das ÖGNI Platinum-Status erhalten hat. Darin wurde investiert. Wir haben auch in erneuerbare Energien investiert. Hier sehen wir ein Beispiel aus Spanien. Das ist auch wiederum ein Beleg dafür, wo man solche Projekte
vorfindet. Das ist eher in Westeuropa der Fall, weniger in Osteuropa, schmerzt uns ein bisschen als osteuropäische oder mittelosteuropäische Versicherungsgruppe, aber wir bleiben dran. Also bin ganz überzeugt, dass wir hier auch Projekte finden werden, aber gegenwärtig ist das eher in Westeuropa der Fall, hier eben in Spanien. Dann natürlich auch Clean Transportation, das saubere Transport, Hochgeschwindigkeitszüge in Frankreich, der TGV, werden viele von Ihnen kennen. Hier haben wir einen Teilabschnitt finanziert. Bleiben jetzt hier nicht im Equity, aber das wurde hier finanziert. Also auch hier leisten wir einen Beitrag. Also wenn Sie mal im TGV sitzen zwischen Tours und Bordeaux, denken Sie an die Wiener Städtische und andere, die aus unserer Gruppe, die hier investiert haben. Und der bezahlbare Wohnraum ist natürlich auch ein wesentliches Thema. Deswegen auch Nachhaltigkeitsanleihe und nicht nur grüne Anleihe. Hier wurden auch in etwa 20% zugewiesen in den bezahlbaren Wohnraum, weil uns eben auch das soziale Thema ein ganz besonderes Wichtiges ist. Wir sagen immer, grüne Gebäude sind gut und richtig und wichtig, aber es bringt natürlich niemanden etwas, wenn die Gebäude grün sind und sie sind leer, weil sie nicht leistbar sind. Also gerade jetzt in Zeiten galoppierender Lebenshaltungskosten, Energiepreise etc. ein ganz besonders wichtiges Thema und das werden wir auch weiterhin vorantreiben und daher stellt sich das auch hier bei dieser Nachhaltigkeitsanleihe bei uns dar. Also das als praktisches Beispiel, dass Sie mal sehen, wo landet das, also nicht nur KPIs und Grafiken, sondern wirklich konkrete, greifbare Beispiele hier aus unserem Bereich. Und nicht zuletzt auch unsere nachhaltigen Produkte. Wie können denn unsere Kundinnen und Kunden hier investieren in nachhaltige Projekte? Ich glaube, das möchte ich schon sagen, auch mit Blick auf den Raphael Fink, die Gütesiegel sind ganz wichtig. Wir haben hier das nationale Gütesiegel hier in Österreich, ein ganz, ganz wertvolles Elementum, ein Baustein. Wir kommen dann gleich auch noch dazu. Sie sehen hier, wir sind in Österreich nicht alleine mit so einem nationalen Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte. Sie sehen in Frankreich, in Belgien, Luxemburg, Deutschland, Nordeuropa gibt es auch jeweilige nationale Labels. Das ist gut und Sie sehen auch, der Zuspruch ist da. Es gibt hier deutliche Steigerungen im Hinblick auf die Investitionen in diese Produkte. Auch hier Fair Point, geringe Basis, daher natürlich entsprechende Steigerungsquoten, das ist schon richtig, aber irgendwo muss man mal anfangen und insofern ist das sicherlich ein guter Trend, der sich auch so fortsetzen wird. Aber Sie sehen auch auf dieser Karte links von Ihnen hier einige Staaten eingegraut. Das sind Länder, wo es gegenwärtig noch kein nationales Gütesiegel gibt für nachhaltige Finanzprodukte und das soll sich bald ändern. Und das sehen wir sehr, sehr positiv. Ich habe erwähnt, wir sind in 30 Staaten tätig und insofern freuen wir uns auch auf das EU-Eco-Label, das voraussichtlich dann aus unserer Ecke her betrachtet für die fondsgebundene Lebensversicherung dann verfügbar sein wird. 2023 soll es dann verfügbar sein. Dazu vielleicht auch noch gesagt, da gab es jetzt eine kleine zeitliche Verzögerung, aber wir sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr diesen Standard dann verfügbar haben werden von Seiten des europäischen Gesetzgebers und der Kommission auch. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, dieses Label, das sei auch nicht verheimlicht. Sie sehen hier, um nur ein Beispiel hier zu erwähnen, man muss sich mit über 10% der Portfoliounternehmen aktiv austauschen, wenn man dieses Label hier haben möchte. Also da ist ein entsprechender Aufwand damit verbunden. Wir haben auch das Thema keine negative Wirkung auf die übrigen Nachhaltigkeitsfaktoren, also Soziales und Governance, natürlich der positive Beitrag zur Umwelt. Also hier, wenn Sie so wollen, sicherlich ein Goldstandard unter den grünen Labels für Finanzprodukte, aber für uns aus unserer Perspektive für die Lebensversicherung natürlich ein interessantes Thema, das wir uns sicherlich genauer ansehen werden, um eben auch außerhalb Österreichs in diese Richtung zu gehen. Und ja, die eine oder andere von Ihnen wird es wissen, dass es ja seit August diesen Jahres die Verpflichtung gibt, die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnen und Kunden abzufragen. Nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten Europäischen Union ist diese Verpflichtung jetzt gegeben. Also insofern werden auch die Kunden darauf aufmerksam gemacht. Und da haben wir natürlich entsprechend was anzubieten. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht von unseren beiden österreichischen Gruppengesellschaften. Die Wiener Städtische hat hier wirklich Maßstäbe gesetzt. Sie war die erste Versicherung in Österreich, die eine fondsgebundene Lebensversicherung mit dem österreichischen Umweltzeichen auf den Markt gebracht hat. Gibt eine sehr positive Resonanz. Sie können hier aus 16 nachhaltigen Fonds auswählen, die
für sich jetzt auch wiederum das österreichische Umweltzeichen haben. Und wir sehen es als Chance zur Ansprache neuer Kundengruppen, aber natürlich auch bestehende haben hier die Möglichkeit zu investieren und das Ganze wird gut angenommen. Wie wir hören vom Mitbewerb, ist das auch anderswo der Fall. Also insofern geht das hier durchaus nach oben. Man sagt so grob, dass das so ein Drittel in etwa des Volumens ist im Markt jetzt, ja, dass sich da in diese Richtung bewegt kontinuierlich. Auch die Donauversicherung hat hier ein entsprechendes Produkt im Angebot, auch eine fondgebundene. Hier sind die Fonds ebenfalls mit dem Umweltzeichen zertifiziert. Also insofern bieten wir das an, nicht seit gestern, sondern seit über einem Jahr sind diese Produkte jetzt schon in Österreich verfügbar. Zu guter Letzt wurde ich auch gebeten und dieser Bitte komme ich natürlich gerne nach. Was brauchen wir denn eigentlich, um noch erfolgreicher zu sein? Nicht nur wir als VIG, sondern insgesamt als Versicherungssektor. Ich habe zu Beginn gesagt, wir sind große institutionelle Investoren. Wir spielen natürlich auch gerne diese Rolle, da werden wir auch gerne gerecht. Aber wir brauchen natürlich auch geeignete Rahmenbedingungen dafür. Und ich habe schon die fondgebundene Lebensversicherung auch hier erwähnt. Wenn wir ins Regierungsprogramm, ins aktuelle Regierungsprogramm blicken, dann sehen wir hier ein Vorhaben, dass es eine Befreiung geben soll von der Kapitalertragssteuer für Investitionen, die ökologisch und ethisch ausgerichtet sind. Hier soll es auch einen Kriterienkatalog geben, der eben vom Klimaministerium gemeinsam mit dem Finanzministerium noch zu arbeiten ist. Das ist sicherlich eine ganz wertvolle Maßnahme und ein Vorhaben, aber wir sehen das ein Stück weit auch nur als einen Teil der gesamten Angelegenheit. Auf der Versicherungsseite fehlt dann noch etwas, nämlich die Befreiung von der Versicherungssteuer für Lebensversicherungsprodukte mit ökologischer und ethischer Ausrichtung. Wir haben ja zumindest 4% Versicherungssteuer auf die Lebensversicherungsprodukte, die unsere Kundinnen und Kunden bezahlen müssen. Und ich denke, wenn ein Lebensversicherungsprodukt eine klare ökologische und ethische Ausrichtung hat, dann sollte man das auch entsprechend anerkennen, auch im Hinblick auf die steuerliche Behandlung. Also nicht nur die eine Seite sozusagen reine Fondsprodukte sich hier anzusehen, sondern eben auch die Lebensversicherung, dass wir hier eine produktneutrale Steuerfreiheit haben und die Kundinnen und Kunden hier gleich behandelt werden, ganz gleich, in welches Finanzprodukt sie jetzt investieren. Und das würde natürlich am Ende des Tages wiederum den grünen Investitionen in Österreich zugutekommen, wenn man diese Lücke eben noch schließt, dass man hier eine Versicherungssteuerbefreiung für Lebensversicherungsprodukte mit dieser Ausrichtung vorsieht. Also zum Schluss auch noch ein Petitum an die Politik und die Regulatorik. Und damit komme ich zum Abschluss meiner Ausführungen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch, Herr Scheidel, für Ihre Ausführungen, für Ihren Einblick jetzt in die Vienna Insurance Group. Und wir haben also den ESG-Ansatz auch gesehen, beziehungsweise auch vielen Dank auch dafür für die Regulatorik sozusagen, die hier ja auf die Branche auch zukommt oder einfach schon da ist und welche Herausforderungen diese Regelungen auch sozusagen mit sich bringt. Interessant finde ich auch nicht den Blick, oder Sie haben ja den Blick auch Richtung Osteuropa, osteuropäische Länder und Sie haben sie angesprochen, dort gibt es noch weitere Herausforderungen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ja, also es ist, glaube ich, die Diskussion führen wir immer sehr westeuropäisch, sage ich jetzt einmal. Also von dem her auch sozusagen vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben noch ein paar Fragen, aber die können wir dann gemeinsam am Ende besprechen. Und ich möchte hier jetzt, also vielen Dank noch einmal, Herr Scheidel, und möchte noch sozusagen unseren letzten Referenten hier begrüßen, den Raphael Fink vom Verein für Konsumenteninformation. Und ja, du hast auch noch einen kleinen Beitrag für uns vorbereitet, das Umweltzeichen und die Versicherungen, vor allem für die fondgebundene Versicherung. Herr Scheidel hat das eh auch schon angesprochen und ich würde sagen, du startest gleich mit deinem Beitrag. Vielen Dank. Genau, während die Präsentation lädt, einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Raphael Fink, ich betreue beim Verein für Konsumenteninformation das österreichische Umweltzeichen, unter anderem jenes für nachhaltige Finanzprodukte. Marco, würdest du nur die super, perfekt, eine Sekunde noch. So, wir haben jetzt in den beiden vorangegangenen Vorträgen
fand ich sehr spannend, einerseits quasi diese Unternehmensperspektive und dann im zweiten Vortrag doch auch sehr stark quasi diese Mischung Unternehmens- und Produktperspektive in den nächsten, ich werde schauen, dass ich es in 7 Minuten oder so durchbringe, dass wir noch Zeit haben für die Diskussion, geht es um die Produktebene, weil das österreichische Umweltzeichen ein Gütesiegel auf Produktebene ist. Und ich möchte ganz kurz darlegen, warum das österreichische Umweltzeichen als staatliches Gütesiegel eine sehr glaubwürdige Orientierung in diesem Bereich darstellt. Sekunde. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten ein bisschen ganz kurz über die Geschichte und den Anspruch des österreichischen Umweltzeichens erzählen, den Vergabeprozess und die Richtlinienüberarbeitung beschreiben und dann kurz das österreichische Umweltzeichen im Versicherungsbereich vorstellen. Es gibt das österreichische Umweltzeichen seit 1990, ist ein staatliches Gütesiegel, gibt es aktuell für rund 65 Produkte und Dienstleistungen, ist im Eigentum der Republik Österreich, Träger der Initiative ist das Klimaschutzministerium, der Verein für Konsumenteninformation ist einerseits mit der Administration beauftragt, aber auch andererseits mit der inhaltlichen Kriterienentwicklung und Überarbeitung. Es gibt dann auch noch ein Steuergremium, das ist der sogenannte Umweltzeichenbeirat, der beschließt die Richtlinien, der gibt die Strategie des österreichischen Umweltzeichens insgesamt vor und beauftragt auch uns mit der Erstellung von zum Beispiel neuen Richtlinien. Ganz wichtig, was ist das Anspruchsniveau des österreichischen Umweltzeichens? Kann man in den Statuten nachlesen. Es ist keine quasi absolute Auszeichnung oder keine Auszeichnung absolut ökologischer Produkte, sondern es ist immer der Marktvergleich relevant. Das heißt, es wird immer geschaut, wo steht der Markt. Und das österreichische Umweltzeichen versucht mit seinen Kriterien, die besten 10-20% des Marktes zu adressieren. Daraus hört man auch schon heraus, dass sich die Kriterien des österreichischen Umweltzeichens auch quasi natürlich dann auch immer ändern und auch adaptiert werden, weil sich natürlich auch die Gegebenheiten ändern. Ziel ist es einfach, das österreichische Umweltzeichen eine glaubwürdige Orientierungshilfe für Konsumenten und Konsumentinnen in ganz vielen Bereichen quasi auch des täglichen Lebens zu sein. Sie sehen da die Zahlen über das österreichische Umweltzeichen UZ 49 für nachhaltige Finanzprodukte. Das gibt es seit 2004, ist das älteste Gütesiegel in Europa im Finanzbereich. Wir haben aktuell 67 Lizenznehmer und 256 zertifizierte Finanzprodukte, knapp 200 Fonds. Das ist nicht weiter verwunderlich bis Jahresende 2019. Also sprich 15 Jahre lang waren auch nur Fonds auszeichenbar. Wir haben bei der letzten Richtlinienüberarbeitung dann die Produktgruppe erweitert. Einerseits auf Spar- und Giroprodukte und Green Bonds, diesen Finanzierungsbereich, aber auch uns geöffnet in Richtung fondsgebundener Lebensversicherungen. Da haben wir aktuell 10 ausgezeichnete Produkte. Vielleicht ganz kurz die Richtlinienerstellung, wie die funktioniert, das passiert nicht im Hinterzimmer, sondern diese Richtlinie ist ja quasi das Kriterien und das Vergabeset für die Zertifizierung, also darauf beruht die Zertifizierung und das ist ein sehr transparenter und auch partizipativer Prozess. Die aktuelle Richtlinie gilt bis Jahresende 2023. Es werden immer alle 4 Jahre, findet längstens eine Überarbeitung statt und das geht einfach darum, einfach auf neue regulatorische Entwicklungen Rücksicht zu nehmen, vielleicht die Produktgruppe auszuweiten, aber auch einfach zu schauen, okay, wie hat sich der Markt weiterentwickelt, wird sich die Welt weitergedreht, an welchen Schrauben muss man drehen, damit auch dieses Anspruchsniveau derart ist, dass es das österreichische Umweltzeichen auch weiterhin eine glaubwürdige Orientierung bietet. Das alles passiert nicht im Hinterzimmer, sondern finden eben eine Reihe von gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, bei denen sich sogenannte Stakeholder einbringen können. Es gibt Online-Konsultationen, es gibt Austauschtreffen, es gibt mindestens ein sogenanntes Fachausschusstreffen, wo dann wirklich nochmal über vielleicht kontroverse Punkte diskutiert wird, weil es ist immer das Ziel, dass die Richtlinie derart gestaltet ist, dass sie auf einem möglichst breiten Konsens fußt. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das führt halt auch dazu, dass das österreichische Umweltzeichen eine sehr breite Akzeptanz auch auf vielen Seiten unter vielen Akteuren und Akteurinnen der Gesellschaft hat. Und es gibt immer auch die Möglichkeit für Unternehmen und Lizenznehmer auch Stellungnahme und auch andere Stakeholder Stellungnahme vor dem Beiratsbeschluss dann zu leisten. Der Vergabeprozess, auf den möchte ich jetzt zeitlich nicht wirklich eingehen. Sie erhalten die Folien, Sie finden da quasi die Informationen und auch Links, wo Sie sich informieren können. Vielleicht noch wichtig, im Bereich Produktzertifizierung besteht eine freie Wahl der Prüfer und Prüferinnen. Es gibt einen bei uns akkreditierten Prüferpool. Sie können sich dann aussuchen und der oder die Prüferin erstellt dann das Gutachten, übermittelt das an uns als Zertifizierungsstelle. Wir machen nochmal einen Plausibilitätscheck und schauen, ob inhaltlich oder formal alles vor allem auch da ist. Und dieses Gutachten ist dann das, worauf die Vergabe des österreichischen Umweltzeichens basiert.
Auch noch wichtig zu wissen ist, dass das österreichische Umweltzeichen ein sogenanntes Isotyp-1-Label ist. Das heißt, die Kriterien werden wissenschaftlich und partizipativ erarbeitet. Die Kriterien decken alle relevanten Bereiche des Produktes ab. Die Kriterien sind auch alle transparent einsehbar. Und wie gesagt, die Vergabe basiert auf einem unabhängigen Gutachten durch Dritte. Und die Zertifizierung ist für 4 Jahre gültig. Dann besteht die Möglichkeit, dass man neuerlich rezertifiziert wird. Vielleicht jetzt kurz in medias res in die Kriterien des österreichischen Umweltzeichens. Es gibt quasi 4 Säulen. Das sind einerseits Ausschluss- und Positivkriterien. Also da werden Ausschlusskriterien definiert. Da gehe ich noch auf der nächsten Folie ein. Es gibt aber auch eine Formulierung von Mindestanspruch von Positivkriterien. Also im Fondsbereich muss da einfach quasi das Anlageuniversum entsprechend stark selektiert werden. Es darf maximal in die bessere Hälfte des Anlageuniversums investiert werden. Wenn man stärker selektiert, wird das auch entsprechend honoriert durch entsprechend höhere Punktevergabe. Es gibt Kriterien, die sich an die Qualität des Researchs richten, also an die ganze Auswahlmethodik im Hintergrund, an die verwendeten Daten, die Indikatoren, die betrachteten Aspekte. Es gibt, weil es ein Siegel ist, das sich an Konsumenten und Konsumentinnen richtet, Transparenzanforderungen, wo es zum Beispiel um die Veröffentlichung des Portfolios geht oder auch die Beschreibung von den 5 größten Titeln aus Nachhaltigkeitsperspektive. Und es gibt dann auch noch eine Bonussektion, wo einfach quasi Aspekte Eingang finden, die vielleicht schon von einzelnen Marktakteuren angewendet werden, aber noch nicht so in der Breite sind, dass man sie vielleicht als verpflichtende Kriterien anwendet. Ausschlusskriterien ist gerade im Hinblick auf die Kommunikation für Konsumenten und Konsumentinnen etwas sehr Wichtiges. Wir haben im Bereich des österreichischen Umweltzeichens Ausschlusskriterien im Bereich Umwelt und Soziales und damit ist einfach gewährleistet, dass Unternehmen und Staaten, also Unternehmen mit bestimmten Kerngeschäften oder Staaten, die soll ich sagen, gewisse Praktiken an den Tag legen, die nicht sonderlich erwünscht sind, nicht im Portfolio finden und overrulen dadurch auch diese zum Beispiel Best-in-Class-Sektion. Und Beispiele für diese Ausschlusskriterien im österreichischen Umweltzeichen sind alles rund um Atomenergie, österreichisches Spezifikum auch Gentechnik, sowohl grüne als auch rote Gentechnik. Rüstung ist komplett ausgeschlossen, sowohl die Produktion als auch der Handel von konventionellen und kontroversiellen Waffen, aber auch weitestgehend fossile Brennstoffe, also die komplette Förderung aller fossilen Brennstoffe und auch die Energieerzeugung aus Erdöl und Kohle. Die Energieerzeugung aus Erdgas ist aktuell noch nicht ausgeschlossen. Im Staatenbereich werden zum Beispiel Staaten ausgeschlossen, die die Todesstrafe anwenden oder als besonders korrupt wahrgenommen werden. Jetzt auch noch zu den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens für fondsgebundene Lebensversicherung. Die werden technisch werden fondsgebundene Lebensversicherungen werden Dachfonds behandelt. Was heißt das? Die zertifizierten fondsgebundenen Lebensversicherungen dürfen nur in Fonds investieren, die entweder mit dem Umweltzeichen 49 ausgezeichnet sind oder vollinhaltlich Umweltzeichen 49 tauglich sind. Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen befremdlich, aber man kann natürlich fremde Fonds nicht zwingen, sich mit dem UZ 49 zertifizieren zu lassen, weil mit der Lizenzierung sind ja auch Kosten verbunden. Es gibt Antragsgebühren, Lizenzgebühren, dazu ist natürlich kein Fonds verpflichtet, aber die zertifizierte FLV, fondsgebundene Lebensversicherung, ist sehr wohl verpflichtet zu gewährleisten, dass die Fonds, in denen die Prämien veranlagt werden, vollinhaltlich UZ 49 tauglich sind. In der Praxis ist es so, dass meistens die zugrunde liegenden Fonds Umweltzeichen 49 zertifiziert sind, weil das erleichtert einfach für alle Beteiligten ein bisschen auch quasi das Leben und den Ablauf. Und ganz wichtig ist auch noch, dass quasi, wie soll ich sagen, dass auch ganz klar diese Trennung der Gelder zum Deckungsstock auch vorhanden ist. Also es können wirklich nur fondsgebundene Lebensversicherungen ausgezeichnet werden mit dem UZ 49, wenn die Auszahlungen an die Versicherten quasi zu jedem Zeitpunkt aus dem Umweltzeichen konform veranlagten Fondsvermögen garantiert werden kann. Aktuell gibt es, habe ich schon gesagt, 10 fondsgebundene Lebensversicherungen und ich lade alle heute hier Versammelten sehr gerne ein. Sollten Ihnen weitere Versicherungsprodukte einfallen oder sollte Interesse bestehen, die vielleicht mit dem österreichischen Umweltzeichen auszeichenbar machen zu lassen, also keine FLVs, sondern weitere Versicherungsprodukte, dann können wir uns gerne austauschen. Also ich bin ja immer offen, jetzt ist quasi gerade ein guter Zeitpunkt, um solche Interessen auch bei uns zu melden. Wobei man schon sagen muss, es ist sicherlich eine Herausforderung, weitere Produkte zu identifizieren, weil eben die Problematik ist, dass Versicherungsprodukte, die auf den Deckungsstock abstellen, halt einfach nicht wirklich umweltzeichenkonform sein werden, weil der Deckungsstock nicht die Kriterien, die strengen Kriterien des österreichischen Umweltzeichens erfüllen wird. Aber wir sind sehr offen für eine Erweiterung oder eine Ausweitung der Produktgruppe, deshalb gerne, Sie finden am Ende der Präsentation meine Kontaktdaten, bitte gerne bei mir melden.
Ansonsten werde ich angesichts der Zeit die letzten beiden, oder vielleicht ganz kurz noch auf die Sekunde, so. Vielleicht auf diese Folie möchte ich noch ganz kurz eingehen. Wir haben auch heuer eine Analyse gemacht über die Wirkung des Umweltzeichens und haben alle letztjährig ausgezeichneten Aktienfonds mit dem Umweltzeichen angeschaut. Und dabei ist herausgekommen, dass sozusagen 49 Aktienfonds pro veranlagten Euro eine um 72% geringen Carbon Footprint als konventionelle Fonds haben. Also was man schon mitnehmen kann, ist, dass es einfach einen Unterschied macht, ob quasi Aktienfonds eine konventionelle Anlagestrategie verfolgen oder eine nachhaltige Anlagestrategie. Und damit möchte ich angesichts der Zeit auch schon zum Ende kommen, damit wenigstens noch 5 Minuten für die Diskussion sind und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, Raphael. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf, aber du hast es eh schon angesprochen. Die Richtlinie ist öffentlich verfügbar. Das heißt, da kann man natürlich auch nachschauen, wenn man genau über die Kriterien Bescheid wissen will. Außerdem, wie gesagt, die Präsentation wird dann online zur Verfügung gestellt werden. Und diese CO2-Studie, die haben wir bei unserem letzten Webinar besprochen. Da gibt es auch noch die Informationen auf unserer Website. Das heißt, wenn Sie auch da näheres Interesse haben, was diese Studie eben betrifft, können Sie auch noch nachlesen. Da haben wir dann auch die Präsentation, wie gesagt, nach wie vor online. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ja ein paar Minuten noch und wir haben auch ein paar interessante Fragen noch, die ich noch gern ansprechen möchte. Und das sind jetzt Fragen, die ich an die beiden Versicherungen weitergeben möchte. Das eine ist das Thema Immobilien und wie beurteilen Sie quasi Immobilien anhand von ESG-Kriterien? Und vielleicht darf ich da eben zuerst an den Herrn Scheidel übergeben. Und also Herr Scheidel, Sie haben ja schon über Immobilien auch gesprochen. Sie haben uns da auch sozusagen Bilder gezeigt. Vielleicht können Sie da auch noch sagen und dann im Anschluss, Herr Hanel, wie Sie an diese Immobilienbewertung herangehen. Ja, darauf kann ich kurz antworten, dass ich kaum antworten kann, weil ich bin kein Experte in der Immobilienbewertung. Es gibt natürlich da unterschiedlichste Ansätze. Ich habe genannt den ÖGNI Platinum Status, das heißt die Möglichkeit, über eine Zertifizierung zu gehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sich das dann individuell anzusehen. Das wird aber nicht bei mir im Bereich getan. Also ich kann dazu jetzt leider nichts Detaillierteres sagen. Ist aber grundsätzlich eine Herausforderung, vor allem auch außerhalb Österreichs, ja, weil dort die Bausubstanz doch dann tendenziell etwas schlechter ist. Und was wir generell beobachten, ist regulatorisch eine Diskussion, dass die Handelbarkeit, also sowohl die Veräußerung als auch die Vermietbarkeit von Immobilien, die unterhalb einer gewissen Energieklasse sich befinden, eingeschränkt oder überhaupt beschränkt werden könnte. Also das ist dann noch einmal ein Druckmomentum und solche Gebäude gibt es auch in Österreich. Also wir haben hier sicherlich einen guten Standard, aber verglichen mit anderen Staaten. Aber dennoch ist das schon auch ein Thema, das Österreich auch treffen kann. Also insofern ist das sicherlich ein Incentive an alle Immobilieneigentümer hier auf das Thema Energieeffizienz etc. Zu achten. Da wird sicherlich der Rahmen auch noch nachgeschärft. Und es ist auch möglich, vielleicht jetzt wirklich ein letzter Satz, also historische Gebäude entsprechend nachzurüsten. Da gibt es auch teilweise Fehlvorstellungen, dass das nicht machbar sei. Das prominenteste Beispiel ist unser Parlament, das auch jetzt eine Auszeichnung bekommen hat, die mir jetzt gerade jetzt nicht geläufig ist, aber selbst dort mit der Einleitung von Fernwärme, mit einer entsprechenden Isolierung, Außenhaut, Fenster, oberste Geschossebene, also selbst bei so historischen Gebäuden ist eine entsprechende Umrüstung möglich. Ja, danke. Immobilien sicher eine große Herausforderung bei diesem Thema, aber natürlich ganz wichtig auch, sich das anzuschauen, vor allem Richtung Energieeffizienz. Danke. Herr Hanel, möchten Sie noch was dazu sagen? Ja, ich möchte eigentlich nur prinzipiell ergänzen. Also für die Allianz gibt es auch im Immobilien- oder im Real Estate Investment Bereich diese 1,5 Grad Pathways. Und da ist die Zielsetzung, dass die Allianz-Investierten bis 2025 sich auf so einem 1,5 Grad Pathway befinden. Und
Ich glaube, die inhaltlichen Themen, die liegen eher auf der Hand. Da geht es viel um Dämmung, da geht es um die Heizung und die Kühlung, um die Brennstoffe und ähnliche Dinge. Und ich denke auch, dass die Kommunen ja in diese Richtung auch gehen. Also die Stadt Wien hat ja da auch ein ehrgeiziges Programm zum Beispiel. Vieles davon ist noch zu lösen, auch auf der technischen Seite, aber es gilt ja auch das Prinzip einfach des Vermeidens auf der einen Seite und des Reduzierens auf der anderen Seite. Und was man am Ende nicht tatsächlich einsparen kann, das muss dann eben in solche Atmospheric Removal Solutions im CO2-Bereich eingehen. Ja. Aber generell, also da gibt es technische Checklisten und für uns zählt ja auch dieser 1,5-Grad-Pathway. Mhm, Dankeschön. Ja, also ich würde jetzt noch gerne 5 Minuten dranhängen, wenn ich darf, sozusagen, wenn alle Anwesenden hier einverstanden sind. Und wir haben ja noch eine ganze Menge an Zuhörern. Also von dem her würde ich auch die anderen, die restlichen Fragen noch gerne behandeln wollen. Eine nächste Frage finde ich auch sehr spannend, gerade wenn es darum geht, und der Herr Hanel hat es angesprochen, raus aus Öl, raus aus Gas, raus aus Kohle. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, betrifft das eben auch die Versicherungen dann sozusagen? Also werden diese Firmen nicht mehr versichert? Und oder wer versichert es dann? Wer versichert diese Unternehmen dann noch? Also wer immer dazu was sagen möchte. Ja, dann nehme ich die Frage vielleicht. Ich glaube, im gestrigen Pressespiegel gelesen, dass E.ON festgestellt hat, dass am deutschen Versicherungsmarkt es extrem schwierig geworden ist, für kohlebasierte Geschäftsmodelle Versicherungsdeckung zu finden. Das war zumindest eine Pressemeldung von E.ON. Ich würde mal sagen, was mir hier wirklich am Herzen liegt, ja, also die Grünhausgasemissionen, die gehen ja zu einem sehr hohen Prozentsatz tatsächlich auf das Verbrennen fossiler Brennstoffe zurück. Und für den Planeten als Gesellschaft und als Ökonomie haben wir eben nur die Wahl. Entweder wir verbrennen sie weiter, dann wird es sich nicht vermeiden lassen oder schwer vermeiden lassen, diese Temperaturanstiege weltweit zu bekommen, die wir alle nicht wollen. Oder wir schaffen es alle miteinander, uns von diesen Geschäftsmodellen zu verabschieden. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist mir auch klar. Aber ich denke, dass gerade dieses Instrument eine solide Netto-Null-Verpflichtung auch von den Öl- und Gasunternehmen zu verlangen, ist ein guter Weg, weil der Umstellungszeitraum, der ist durchaus gegeben. Also wir müssen es nicht von heute auf morgen oder wir können es nicht von heute auf morgen machen, wir schaffen das einfach nicht. Aber die Zielsetzung sollte man schon haben. Und wenn die Realwirtschaft diesen Weg mitgeht, und ich erinnere jetzt zum Beispiel auch an die Diskussionen, die in der OMV ja stattgefunden haben in den letzten, würde ich mal meinen, 3 Jahren, auch öffentlichkeitswirksam, man kann sich ja auch verändern, ja. Aber ich glaube, im Sinne des Klimawandels oder des Einbremsens des Temperaturanstiegs, wir müssen aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Ja. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten dafür, Alternativen, aber das ist ein Faktum, meiner Ansicht nach. Ja, Dankeschön. Wenn ich da vielleicht noch anfügen darf, ich glaube, was wichtig ist, ist da hier schon einen Engagement-Ansatz zu fahren, also die Realwirtschaft hier nicht alleine zu lassen. Ausstieg ja, aber er muss geordnet stattfinden. Wir haben ebenfalls einen Kohleausstiegspfad, einen klar definierten, den wir auch verfolgen. Aber da darf ich auch berichten, haben wir auch die unterschiedlichsten Erlebnisse in Osteuropa, wenn wir dann beispielsweise in einem osteuropäischen Staat, wo wir ausgestiegen sind aus der Versicherung, dann ein chinesischer Versicherer eingetreten ist. Ich glaube, davon haben wir alle nichts, wenn die Kraftwerke dann weiterhin produzieren und fossile Brennstoffe verbrannt werden und die Deckung ist einfach woanders, weil dann haben wir einfach den Umsatz von Europa nach China verschoben. Es ist, glaube ich, genauso, wie Herr Hanel das gesagt hat und ich kann das nur unterstreichen, die Realwirtschaft, dort muss der Wandel stattfinden. Wir können das gerne begleiten. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, die Rolle der Versicherungswirtschaft nicht überzuinterpretieren. Wir können das begleiten. Wir sind sicherlich Partner im Sinne einer Transition.
Aber bitte hier keine Überbewertung vorzunehmen. Und was uns schon auch ein starkes Anliegen ist, gerade in Mittel- und Osteuropa, hier geht es um auch geostrategische Fragen, gerade in Zeiten wie diesen. Wir sollten ja sehr vorsichtig sein, wem wir hier Türen öffnen, wenn wir uns zurückziehen, wer dann statt uns kommt. Also dass wir auch hier eine entsprechende Kontrolle, sage ich einmal, in diesem Gebiet auch noch weiterhin sicherstellen. Das ist nicht ganz unsensibel. Das darf ich mal jetzt vorsichtig hier so anmerken. Ja, danke. Das ist nicht ganz trivial, ne? Also das ist, vielen Dank auch. Das wäre jetzt ein schöner Schlussschatz auch gewesen. Ich möchte aber trotzdem vielleicht, wenn ich darf, noch zwei Fragen nehmen. Das eine bezieht sich, wäre jetzt eine Frage an den Raphael, nämlich gibt es Analysen bezüglich Artikel 8, Artikel 9 Fonds, Korrelation mit dem Umweltzeichen bzw. mit den UZ-Fonds? Nein, sie kann ich ganz einfach und schnell beantworten. Also von meiner Seite aus nicht, ist auch nicht quasi mein Part. Müsste man mal bei der FMA nachschauen, ob die da vielleicht Analysen in petto haben, weil die machen eigentlich relativ viel in dem Belang und analysieren auch immer wieder Nachhaltigkeitsfonds auf verschiedene Sachen. Ich weiß, es gibt vom FNG-Siegel Zahlen, vielleicht dort einmal nachfragen. Die haben einen ganz guten Überblick über die Märkte, vor allem im Dachraum. Mir sind keine Zahlen bekannt, weil das auch vielleicht auch einfach zur Erklärung, das Umweltzeichen setzt auf den gesetzlichen Gegebenheiten auf. Und ob jetzt ein Fonds quasi ein Artikel 8 oder 9 Fonds ist, tut mal per se jetzt nichts mit der Vergabe des österreichischen Umweltzeichens, hat eigentlich nicht relativ viel zu tun. Also es wird Artikel 8 Fonds geben, die meisten Fonds sind natürlich Artikel 8 Fonds, Themenfonds sind tendenziell Artikel 9 Fonds, aber es gibt da keine Vorgabe im österreichischen Umweltzeichen. Daher klare Antwort auf die Frage, nein, mir sind keine Analysen bekannt. Mhm, danke. Und eine Frage möchte ich dann noch nehmen, nämlich zur EU-Taxonomie. Die Frage ist eben, spielt die EU-Taxonomie eine Rolle bei der Zusammenstellung der Finanzprodukte? Da wird ja alles vorgegeben hinsichtlich der nachhaltigen Aktivitäten. Wenn die Frage an mich gerichtet ist, kann ich oder? Ich glaube, es ist generell, also da steht, also das ist, wer was dazu sagen kann. Dann sage ich schon einen Satz, also die Taxonomie ist keine Vorgabe für Investitionen. Das muss einem ganz klar sein. Die Taxonomie sagt nicht, du musst in diese Richtung investieren, sondern die Taxonomie sagt, man schaut sich dann Investments quasi an und schaut, wie taxonomiekonform die sind. Also das ist ein bisschen ein unterschiedlicher Ansatz, vielleicht nur als Hinweis. Ja, genau, danke. Wollen Sie noch was dazu sagen, Herr Bscheidl, Herr Hanel, oder? Ja, gerne. Also die Taxonomie ist sicherlich ein Orientierungspunkt, bildet aber in der Regel das ab, was getan wird, sowohl auf der Seite des Asset Managements als auch auf der Seite des Underwriting. Ich schließe nicht aus, dass sich das über die nächsten Jahre dann tatsächlich möglicherweise dort und da in ein Steuerungsinstrument verwandeln wird. Das ist derzeit also definitiv noch nicht der Fall. Da sind wir absolut in der Thematik abbilden, was passiert, was getan wird, Darstellung nach außen. Und interessant wird vor allem, wie sich diese Taxonomie weiterentwickeln wird. Also ob es zu dieser Do Not Significant Harm Taxonomie beispielsweise kommt, also diese Verstrengung der Taxonomie, ob es auch die soziale Dimension geben wird. Das sind dann sehr, sehr spannende Aspekte für uns auch, um den Blick auf die Nachhaltigkeit ein bisschen umfassender zu gestalten. Das ist vielleicht als Schlusswort von meiner Seite uns als VIG-Gruppe ein besonderes Anliegen, Nachhaltigkeit sehr breit zu denken, nicht nur im Umweltbereich, sondern vor allem auch im Sozialen, um das eine nicht gegen das andere auszuspielen, sondern vereinbar zu halten. Danke. Dankeschön. Herr Hanel, möchten Sie noch was sagen oder schließen Sie sich den beiden Vorrednern an? Ja, nee, ich habe da jetzt auch keine spezifische Ergänzung. Ja. Dankeschön. Ja, in Anbetracht der Zeit möchte ich hier das Webinar schließen. Vielen Dank an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Vielen Dank an meine Referenten, Referentinnen für ihre Inputs und jetzt auch, dass sie die Fragen hier beantwortet haben. Ja, von meiner Seite bin ich am Ende. Ich gebe aber jetzt wieder zurück an den Josef Behovsic und er wird das Webinar für dieses Mal, für heute beschließen. Ja, vielen Dank, Susanne. Also auch für mich ein äußerst spannendes Webinar mit sehr vielen neuen Informationen, vielleicht nur zwei, drei, die ich mir von der Umzahl mitgenommen habe. Also allein mit dem Geld der Versicherungswirtschaft könnte man dem
European Green Deal sozusagen schaffen. Das ist tatsächlich enorm, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich die Einschränkungen gibt, möglicherweise auch bezüglich der Projekte auf, von Seiten, noch ein Punkt auch von Seiten der Legislative, dass da auch Vorgaben kommen könnten, um diese Gelder zu kanalisieren. Versicherungssteuer ist schon angesprochen worden, Casebefreiung und dergleichen. Und ein dritter Punkt noch, für uns vielleicht auch wichtig, natürlich das Geld, das auch im Deckungsstock liegt, da könnte man sich auch einiges überlegen, vor allem im Hinblick auf die Richtlinien, Diskussionen im kommenden Jahr. Aber damit möchte ich auch schon aus Zeitgründen wieder zurückgeben. Vielen Dank, Susanne. Und danke auch allen Teilnehmerinnen. Ja, danke schön. Wie gesagt, die Präsentationen werden Sie dann im Laufe der nächsten Woche online vorfinden. Auch die Aufzeichnung der Veranstaltung, vor allem für diejenigen, die es heute nicht hineingeschafft haben ins Webinar. Dann noch einmal herzlichen Dank. Wir werden auch im Laufe des Herbst noch ein weiteres Webinar in dieser Webinarreihe durchführen. Da kriegen Sie dann noch rechtzeitig die Informationen und die Einladung dazu. Ansonsten bleibt mir nur mal Ihnen einen schönen Nachmittag zu wünschen, auch wenn es jetzt gerade bei uns da in Wien momentan regnet und es gerade ein Gewitter niedergeht. Aber ich glaube, der Regen ist auf alle Fälle gut. Und ja, wie gesagt, einen schönen Nachmittag und ich freue mich aufs nächste Mal. Wiederschauen.